Man wurde nicht wirklich aufgekratzt heute Morgen hier in den Donauhallen, sondern so ein bisschen sediert. Das war doch ein bisschen müde, das ganze Programm. Und all diese Inhalte, auf die die Komponierenden eigentlich reagiert haben angeblich, hat man kaum aus der Musik und auch aus den szenischen Zutaten eigentlich kaum rausgelesen. Da hätte, glaube ich, was die Inszenierung betrifft, viel mehr gemacht werden können. Ja, gerade hier in den Donauhallen im Mozartsaal fand das Konzert des Ensembles Love Music oder Love Music statt. Ein Ensemble aus Straßburg und international zusammengesetzt. 4 bis 6 Musikerinnen und Musiker, die im Mai schon mal bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik zu erleben waren und jetzt ihr Debüt bei den Donaueschinger Musiktagen gegeben haben. Es waren 4 Stücke, die alle sich, was die Komponieren betrifft, Impulsen durch eigentlich außermusikalische Eindrücke verdanken, wie visuelles, Bilder, Gemälde, Farbe, Blau spielt eine große Rolle. Auch Texte, Theorien, wissenschaftliche Ergebnisse, die man konsultiert hat und die in diese Musik halt einfließen sollen. Das ist so ein bisschen der Haken bei der Sache, weil sich vieles eigentlich nicht wirklich aus der Musik selbst oder auch aus dem Gesprochenen oder zu Zeigenden erschlossen hat. Das Spezielle dieses Ensembles Love Music ist, dass sie versuchen, einen Gesamtablauf über ein ganzes Konzert zu gestalten, ein bisschen zu inszenieren. Nicht 4 Stücke hintereinander mit Pause, Applaus und wieder neu anfangen, sondern einen Gesamtspannungsbogen aufzubauen. Sie haben das diesmal versucht, dadurch, dass jemand auf die Bühne tritt und ein Radioapparat anstellt mit Kassettendeck und einfach zwischen Sendern wechselt und es kommt dies, es kommt jenes, es wird mal vorgespult, weitergespult auf der Kassettendeck und man hört unterschiedlichste Geräusche, Klicklaute und auch dann Musikeindrücke unterschiedlichster Genres. Und dann kommt das Stück, was wir dann hören und so fadet das durch die Pausen zwischen den Stücken eigentlich immer weiter, auch mit elektronischen Zuspielungen, die im Raum kreisen. Und manchmal merkt man eigentlich gar nicht, wann hat das Stück schon angefangen, wann ist es zu Ende. Das macht die Ohren erstmal auf. Es macht die Ohren aber auch wieder ein bisschen zu, weil einerseits dann doch auch sehr viel in die Fläche komponiert wurde. Wir haben sehr lange, ja, drone-artige Überlagerungen von Klangflächen gehört und eine Sängerin, die da sich eigentlich so eher litaneiartig da drüber legt. Laura Bowler wollte den Stimmpart zu ihrem eigenen Stück übernehmen, ist leider erkrankt. Das hat Rosie Middleton nun an ihrer Stelle getan, aber auch mit einer sehr letztlich, was die Komponistin betrifft, eintönigen Art und Weise. Das heißt, man wurde nicht wirklich aufgekratzt heute Morgen hier in den Donauhallen, sondern so ein bisschen sediert. Das war doch ein bisschen müde, das ganze Programm. Und all diese Inhalte, auf die die Komponierenden eigentlich reagiert haben angeblich, hat man kaum aus der Musik und auch den szenischen Zutaten eigentlich kaum rausgelesen. Da hätte, glaube ich, was die Inszenierung betrifft, viel mehr gemacht werden können. Das war beim letzten Stück noch am ehesten der Fall. Das war sehr offensichtlich, eben dieses Stück von Laura Bowler, wo es um die Farbe Blau geht, das sozusagen Ferne und auch das romantische Element eines tiefen Blaus. Und wir sehen einen Videoausschnitt, in dem ein Meer sanft an einen Strand plätschert und genauso warm, aber auch immer so Klangwellen, die einen so ein bisschen eingelullt haben und nicht wirklich wach gemacht oder transzendiert haben in eine andere Sphäre. Parallel zu dem Konzert gab es jetzt gerade gleichzeitig noch ein zweites von Marc-André, Selig ist, das Pierre Laurent Aimard uraufgeführt hat für Klavier und Elektronik. Da geht es jetzt gleich heute Nachmittag noch mal hin. Ich melde mich hier bei NMZ Media für diesmal ab. Und was die weiteren Verlauf dieser Musiktage betrifft, lässt sich dann nachlesen im Bericht im Novemberheft der Musikzeitung, Neue Musikzeitung. Tschüss.